Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Leute, ich habe es extra gegoogelt, wie man das ausspricht. Man spricht das Horizon aus, okay? Das ist ein Wort, das ich nicht häufig benutze, deshalb weiß ich nicht, oder wusste ich nicht, wie man das ausspricht. Aber jetzt weiß ich es ja. Okay, wie ihr vielleicht schon hören könnt, ich habe mir ein Mikro zugelegt, was meine Stimme und die ganzen tontechnischen Sachen verbessert. Mit der Hoffnung, das Rauschen im Hintergrund wegzulassen, okay, weil ich habe die erste Generation von der Playsee und die ist sehr laut, das ist ein Flugzeug, Leute, okay, wenn es startet, startet auch ein Flugzeug gleichzeitig. Wenn das noch zu hören ist, ich muss noch Einstellungen übernehmen, okay, ich bin noch dabei, alles zu klären. Easy. Okay, gut, dann würde ich sagen, betreten wir Mutterherz. In der letzten Folge war es ja so, dass die Aloy sich nach Jahren von Rost trennen müsste und Abschied genommen hat, weil sie jetzt an der Erprobung teilnehmen möchte. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Scheint eine Party drin, da drin zu sein. Du kehrst um, Ausgestoßene. Du kommst nicht rein. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Die haben so coole Haare. Wer sollte ich sonst sein? Ich mag sowas. Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Alter Freund? Sag das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Krass. Vielleicht sind die Kater gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance. Voll die Party hier, ey. Okay, schnell speichern hier. Rede mit deinem alten Freund. Wer ist mein alter Hey, Freund? Leute. Du bist es, oder? Ach, Tab! Du bist den wir als Kind gerettet haben. Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Er sieht immer noch gleich aus. Tab ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Nice. Okay, Outfits. Gratis-Probekiste. Kriege ich das jetzt von jedem Händler oder was? Wenn ja, geil. Verkaufen muss man nichts. Okay. Ausrüsten. Da. Es scheint dir perfekt zu passen. Sieht fresh aus. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Karja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt,
Du solltest dich ducken. Ich sollte. Okay. Schön. Lassen wir von den Ungläubigen. Lalalali. Komm da runter. Du bist schon betrunken. Alter, was machst du denn da oben? Ich soll anderen nicht aufs Dach steigen. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich Vorratskiste. Mit Tasche. Am alles Anfang nehmen. Kam alles Leben. Hey Leute, hier drüben. Karst? Was machst du denn hier? Karst? Was machst du hier? Vorsicht. Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Okay. Warum bist du gebannt? Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe alle Alkoholiker hier, oder? Verachte mich nicht. Ich werde sie nicht vorhalten. Wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Handeln. Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Pech. Okay. Ja, Gratisprobe kriege ich anscheinend von jedem Händler. Das ist ja geil. Muss ich irgendwas verkaufen? Nee. Okay. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Danke, Bro. Vielleicht sind die Karja gekommen, um dich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Ketten, Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschehen Mörder und Versklaver! Ja, Mörder und Versklaver! Hey, hey! Tomaten fliegen schon. Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit. Nebenbei ein bisschen Geschichte. Oh, er hat auch einen Fokus. Wie auch immer das ist. Genau wie meiner. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora? Hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow. Kata ist schlimmer, als ich dachte. Das ist komisch. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin?
Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Muss mich jetzt anmachen, oder? Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Okay. Was ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Rote Raubzüge? Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Mhm. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Deine Schwester? Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Der Mann vom Sonnenkönig selbst. Maybe. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide direkt. Ja, die Elo ist echt direkt. Wie endet denn die Raubzüge? Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Komm ich bestimmt mal. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter... Was sind die? Sehr männlich. Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Die Karja. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Meridian? Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht... Die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge.
und ihr gegenüber steht der Turm wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Störung. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Okay, das heißt, die Maschinen haben eine Störung bekommen und deshalb sind sie so aggro. Aber wer hat diese Maschinen gebaut? Kann es sein, dass die Maschinen von der damaligen Zeit, also in unserer Zeit jetzt gebaut wurden und sie dann einen Klaps bekommen haben und die ganze Welt zerstört haben, oder was? Ich hätte dann nochmal eine Frage an dich. Frag ruhig. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Okay. Olin? Erzähl mir mehr über Olin. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ja, okay. Sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst. Das war also. Okay. Cool. Gehen wir mal zu Segnen. Lassen wir ihn segnen. Oh, sieht das fresh hier aus. Wir beginnen mit dem Segen, wenn alle Aspiranten da sind. Alter, sind die synchron. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren. Entzündet es nun. Sie ist nicht willkommen. Für Rost. Rost zu ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Ja. Oh, Mutter, höre unser Gebet.
Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich vergnügt. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Sieht das geil aus. Alle sagen immer, das Fest Olin ist ja besser. Oder ich möchte ihn einiges fragen. Was für ein Wo? Natürlich wird Bast gewinnen. Man muss ihn doch nur ansehen. Wo ist der? Ach, da ist er. Guck mal. Alle tun so. Olin, was ist los mit dir? Du bist so komisch. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Ja. Muss dieses Fest sein. Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Wo hast du einen Fokus gefunden? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genauso einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten. Nicht mich. Wer bist du? Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay, dein Fokus hat deine Fliehpunkte. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Warum lügst du mich an? Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Ich hätte mehr von der Sache. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Das Bier ist sogar noch besser als letztes Jahr. Das klingt verdächtig. Aber gut. Lass ihn mal Oli mal in Ruhe. So, und jetzt machen wir eine Schnellspeicherung. Treten mal die Jägerhütte. Mutterloses Gör. Alter. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Boah, das ist voll Hass erfüllt. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist. Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Ah ja, das ist der von damals, der du kleine. Du kannst ein echter Bissau. Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Bast heißt er.
Richtiger Bastard. Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hm? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Hm. Du hast Angst. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Könnte das ein Liebespaar sein, irgendwann? Voilà. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Cool, die Wahl ist cool. Okay, wir gehen schlafen und dann ist morgen schon die Probung. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Wir machen in der nächsten Folge weiter und nehmen an der Probung teil. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Share if you care. Bis zum nächsten Mal. Peace out.